Hallo ihr da draußen, herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 22. Wir sind auf der Map Erlingen. Ich bin der Shorty von der Testeria. Die Arbeiten sind im vollen Gange, was ich natürlich gut finde. Sojabohnen? Ach, Sojabohnen. Von Rüdi. Okay. Ja, wir gucken. Den Pickup kann ich nach Hause schicken. Hier auf dem Feld läuft alles. Der Kalkstreuer ist angekommen. Der macht jetzt hier seinen Job. Und jetzt ist die Frage, ob er der Sämaschine hinten reinkracht oder nicht. Wenn er sie erstmal überholt hat, ist meiner Meinung nach alles in Ordnung. Und hier kommt tatsächlich, der kleine Trecker kriegt den großen Kalkstreuer tatsächlich richtig auf Touren. Hätte ich nicht gedacht, ja, der wird in die Sämaschine krachen, denke ich. Wenn wir hier Pech haben. Ich bleib mal den Moment dabei. Ob er so einkriegt, die kleine Rakete, das werden wir sehen. Ja, das erste Mal kalken ist immer ein bisschen mehr. Die Felder sind nie im guten Zustand, weil die NPCs ja mit Precision Farming nicht arbeiten. Bin mal gespannt, ob im Nachfolger, im nächsten Landwirtschaftssimulator Teil, dass Precision Farming integriert ist und da eine Rolle spielt oder nicht. Wenn nicht, dann ist es nicht schlimm. Dann kriegen wir es garantiert auch wieder als Add-on. Nimm mal Rücksicht auf die Sämaschine, bitte. Na, das wird jetzt hier ein Duell, ne? Okay, ich bleib da erstmal bei, bis die Situation sich geklärt hat. Hier löst sich das Problem jetzt. Die Sämaschine fährt da die Reihe rein. Und der Kalkstreuer fährt hier die Reihe rein. Wir haben noch 50% Kalk drin. Ich glaube nicht, dass die sich nochmal in die Quere kommen. Okay, das Problem hat sich gelöst. Sehr gut. 19% Dünger nur noch. Das heißt, sie fährt bald los. Nachschub kaufen. Mineraldünger. Wir müssten in 15 Minuten in-game vielleicht auch wieder einen Euro oder zwei bekommen. Aufs Konto. So, Abfahrer ist bereit. 59%. Abfahrer ist auf dem Weg. Da hinten steht der Abfahrer für die Kartoffeln. Der Roder macht hier auch seinen Job. Sieht gut aus, ne? Sieht gut aus. So. Ja. Dann warten wir mal ab, was als nächstes passiert. Na, das Überladen klappt ja auch super hier. Mit der Pastinaken. Der Ruder ist kleiner, ne? Der braucht länger. Und ja, das wird nicht so sauber wie das Ding mit den Kartoffeln. Aber gut. Wollen wir mal nicht meckern. Eigentlich sollten diese Missionen ja nur sein, dass wir noch ein bisschen was nebenbei zu tun haben, während wir unser Rapsfeld in Ordnung bringen. Wer ist auf dem Weg? Ja, hier zeigt sich wieder, dass ein größeres Vorgewende dann doch dafür sorgt, dass der Roder vernünftig rückwärts fahren kann. Trotzdem macht er ja einen sauberen Job, muss ich sagen.
Oh, da nicht. Naja. Ja, Dünger ist alle bei der Sämaschine. Das kostet dann auch wieder eine Mark, das Auffüllen. Aber okay. Noch haben wir Geld. Und in 11 Minuten in-game. Wir können ja mal gucken. Bei den Produktionen. Was da so passiert. In 11 Minuten in-game. So, Gülle ist leer. Das wird dann übertragen für die Flüssigdüngerproduktion. Mist ist leer, wird übertragen. Die Flüssigdüngerproduktion, Zuckerrübenschnitzel, Zucker ist leer gelaufen. Ja, man kann den Zucker abholen, will ich aber nicht. So, Gras wird verarbeitet zu Silage, Silage ist da. Da kriegen wir also den einen oder anderen Euro. Flüssigdünger, da wird dann das gesamte Mineraldünger, das wir haben, übertragen. Und dann wird der Flüssigdünger draus gemacht. Hier gibt es ein bisschen was an Euros. Hier gibt es auch minimal was an Euros. Okay, viel ist das wohl nicht. Die Milch wird übertragen dahin, wo sie gebraucht wird. Das ist im Moment nur die Molkerei. Die hat Schokolade, Butter und Käse. Ist auch nicht die Welt, ne? Naja, ist ja egal. So, wir haben Weizen und Gerste, das hier verarbeitet wird zu Mehl. Wird direkt verkauft. Gibt dann also auch den ein oder anderen Euro. Gut. Wir laufen auf jeden Fall nicht pleite. Raffinerie, dann die Holzfäller, dann die Holzproduktion, dann haben wir da auch wieder was. €4.800, €4.906 was offen. Na, guck an. 4.000. Naja, wenigstens bekommen wir das hoffentlich ein Vielfaches wieder. Ach, hier macht er schon wieder an der Kurve einen Sparenzges, ihr lieben kleinen, süßen. Schnucki, Putzi, Hasi, Mausi, Leini, Jens. Fahr dich mal hier rum, ob es richtig ist oder nicht, sehen wir dann. Das hat jetzt verhindert, dass der Abfahrer pünktlich zurück ist, ne? Ach. Ich glaube, ich habe bei dem Roder die Geschwindigkeiten nicht eingestellt. Das ist ja doof. Oh, oh, oh. Gut, dass ich dabei bin. Kalksteuer ist mittlerweile auch leer gelaufen. Da kommt schon der nächste. Weiter geht's. Jetzt geht's los. Fasch die Nacken. Wollte hier beim Roder gucken, ne? Der könnte schneller sein, wenn. Ja, hier ist das. Wir gehen auf 27, wir gehen auf 27, wir gehen auf 15 und auf 15. So, dann rangiert er schneller und besser und überhaupt. Abfahrer ist da. Arm raus zum Überladen. Gut. Pasta schon. Pasta. Pasta schon. Pasta die Nake. Pasta Nake. Pasta im Nacken. Welches Wortspiel wieder hier? Unglaublich. 3837 Euro. Das war der Kalk.
Ich glaube aber, dass ich auch noch Kalk beim Händler stehen habe. Ah. 14% Rabatt für zukünftige Feldkäufe. Das ist Lohndienstleistung Feld 32. Ja, 925 Euro verkaufte Produkte und immerhin einen kleinen Umweltbonus, obwohl unsere Werte alle im Augenblick noch so schlecht sind. Es ändert sich ja bald. So. Das heißt, was der jetzt hier runterrodet, das gehört noch alles in unser Portemonnaie. Sehr gut. Auch auf dem Weg, sehr gut. Und die Rakete. Der wird wahrscheinlich noch einmal los müssen. Noch holen. Aber dann haben wir es trotzdem soweit. Gut, lassen wir noch ein bisschen laufen. Ja, die Arbeit ist hier beendet, dann auch die Mission, das ist schön, dann können wir die wahrscheinlich zusammen abgeben. Was heißt wahrscheinlich? Das ist so. Dann gibt es in 2 Minuten vielleicht noch ein paar Euro aufs Konto. Wir sind bei 28.000, ja, fallend, ne? Lohnkosten hier. Agrarhandel. Haben wir dahin. Kippen ab. Und dann sind wir fertig mit der Mission. Weil abgeschlossen ist sie schon. Wir haben auch wieder Prozente kassiert. Das ist ja das Hauptsächliche, ne? Prozente auch. Dass wir die Landflächen günstiger kaufen können. Das sind die einzigen Stoppeln, die stehen geblieben sind. Ansonsten hat der hier sehr, sehr sauber gerodet. Ist halt ein Roper. So, wir sind bei 9:59 Uhr. Schauen wir gleich mal. Er macht das Pink. Und dann kriegen wir Kohle aufs Konto. Bin ich gespannt. Der FAC hat einen vollen Korntank. Das ist der mit den Pastinaken, aber der Abfahrer steht da. Ich will den jetzt hier begleiten. Ja. Einmal um die Uhr jetzt im Auge zu behalten, einmal zu gucken, dass wenn der hier fertig ist, dann gibt es ja Kohle, ne? 74% für Feld 78 transportiert, alles klar. Bäm. Ja, gut, 35.000. Dann gab es 7.000 Euro aufs Konto. Ist ja schon mal was, 7.000 Euro. Da kriegen wir schon wieder eine komplette Ladung Kalk. Und dann die Sämaschine können wir auch noch mal für auffüllen, theoretisch. Sind die Kosten schon wieder drin. Aber jetzt wird ja das große Geld produziert, ne? Wenn ich euch mal hier sehe, zeigen darf. Jetzt werden 6.000 Liter Mineraldünger, die werden jetzt verdreifacht. Dann haben wir 18.000 Flüssigdünger. Und 18.000 Liter Flüssigdünger wird auch verdreifacht, sind 30, 50, 54.000 Euro ungefähr. Ne? Wenn wir jetzt noch die BGA hätten, die regelmäßig Gärreste produziert. Naja, vielleicht bekommen wir auch bald mehr Kühe, dann haben wir mehr Mist und mehr Gülle. Die Produktionskette für den Flüssigdünger finde ich aber, es war eine Entdeckung, die hat mir sehr gut gefallen. So, da gab es noch mal 5.182 Bonus, 5.900, also gute 6.000 Euro noch mal. Ich halt mal an.
Escape. Ja, ich will speichern. Danke. Und dann kann ich hier die Mission. Da war was. Nämlich abschließen. Feld 32, das war die Kartoffelgeschichte. Danke. 9000 nochmal oben drauf. Ja, okay, komm. Das ist in Ordnung. Damit haben wir Kalk, Saatgut, Mineraldünger, Benzin, was wir so verbraucht haben, bezahlt. Ne? Ja, jetzt sind noch 50% drin hier im Kalkstreu. Ach, er geht aufs letzte Vorgewende. Ja, dann sollte das reichen. Was da jetzt noch drin ist. Aber ob das für unsere Wiese reicht, ich weiß es nicht. Unsere Wiese möchte ja auch noch gekalkt werden. So. Sämaschine hier. 60% Mineraldünger noch drin. Wir arbeiten uns davor. Sind noch 30 Minuten. Ach, mein lieber Schwab. Ja, hätten wir eine 12 Meter Sämaschine, hätten wir nur die Hälfte gebraucht. Dann wären wir wahrscheinlich jetzt schon so ziemlich fertig. Hätte. Haben wir aber nicht. Also dann beim nächsten Mal. Vielleicht. Warum fährst du nur 10? Ich habe dich doch hochgeschraubt. Die Arbeitsgeschwindigkeit. Ja, das ist sehr unsauber, was du hier machst, lieber Roder. Warum fährst du nur 10? Ich glaube, da müssen wir dann später noch mal von Hand nachsteuern. Das sieht ja wild aus, ey. Mach, wie du willst. Muss aufgefüllt werden. Echt jetzt? Wieder die letzten Meter, ne? Seht ihr das? Das ist schon frech. Da sind wir wieder. Für die paar Meter, ey. Egal. Er ist jetzt wieder voll. Können wir den gleich, wenn er da fertig ist, direkt auf unsere Wiese schieben. Der Kleine ist schon. Der war ja. War der schon wieder unterwegs? Nee. Der muss auch noch mal los wieder. Dünger einkaufen. Aber der macht schon. Der fliegt wie so eine Rakete. Hier, das ist so ein bisschen Ärgernis. Mal gucken, da lasse ich mir noch was einfallen. Das sieht auch ein bisschen blöd aus hier. Schüttgut ohne Bodengitter. Aber it is wie it is. 87%. Mein. Ja. Okay. Dann machen wir aus der 59, machen wir jetzt die 53. So. Und kriegt's auch. Den Kurs 18 Meter Kalkstreuer. Bitte fahren und dann kalken. Dann bist du hier von dem Feld runter
Und habe ich hier eine Ausfahrt kreiert? Ja. Und kannst dann... unsere Wiese fertig machen. Weiter. Och, wir müssen ja noch den Tieren was zu saufen bringen. Das kommt ja auch noch dazu. Ja, hier könnte es ein Vorgewende mehr sein, ne? Für Geschmack und Sicherheit. Naja. Pastina-Nacken. Das läuft immer noch. Eine Verfolgungsjagd hier. Ja gut, also ich würde sagen, für heute haben wir es wieder. Das sind ja nur noch Restarbeiten quasi. Also irgendwie... nee, nicht wirklich. Ja, das fällt mir gerade ein. Beim Rapsfeld müssen wir ja dann sehen, da müssen wir dann auch noch walzen. Ja, 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 ja. Na gucken. Das kriegen wir trotzdem alles unter einem Hut. Ihr Lieben, Bösen, Diversen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Mitmachen, dabei sein. Ich freue mich auf eure Kommentare. Gerne auch auf Discord. Der Link zum Community Discord Server befindet sich in der Videobeschreibung unter Mehr Ansehen. Ich war, bin und bleib der Schalter von der Test Area und bin damit für heute raus. Passt gut auf euch auf, bleibt mir gewogen und was in der heutigen Zeit natürlich das Wichtigste ist, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao, ciao.